So, dann gehen wir mal zum Kleben. Okay. Machen wir uns hier mal ein Licht an. So, hier wird alles verklebt. Hier wird alles verklebt, hier wird gelötet. Hier wird. Ach, schauen wir mal an. Perfekt. Ich glaube, ich sehe schon das, was wir brauchen. Das wird das Unterteil sein, ne? Genau, richtig. Ah ja, schau, haben wir sogar Glück gehabt. Die Arbeitsanweisung ist sogar da. Aber wie wir das verkleben müssen? Ja, genau. Arbeitsanweisung. Schau, guck mal her. Da haben wir ja richtig Glück. Alle Teile, so wie es ausschaut, haben wir auch da. Da würde ich sagen, da kannst du gleich anfangen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, komm, dann lass uns das da direkt mal starten hier, würde ich sagen. So. Das kommt da drauf. So, dann würde ich sagen, nehmen wir das direkt mal ein hier. So. Dann haben wir das schon mal. So, jetzt steht hier drin, da sollen wir auch noch mal Tanki drum machen. Von der Innenseite. Ja. Gucken wir mal, da kommt dann der Bogen drauf. Der kommt dann. Das Teil haben wir so, das heißt, müssen wir den so. Dann geht auf beiden Seiten, sagen wir. Dann machen wir das jetzt hier auch nochmal rein. Ja, ich glaube, wenn der Felix morgen kommt, der macht uns den Kopf kürzer. Für mich schaut es ja so aus, als würdest du das den ganzen Tag. Du bist deinen Job los und der sagt wahrscheinlich, ach der Scheiße, der Flato wieder. Dann fange ich einfach bei dir an. Der hat dir wieder einen Bock abgeschossen. Dann fängst du bei mir an. Dann fange ich bei dir an. Genau. Als Statist. Als Statist. So, dann kommt das Ding hier drauf. Sieht das schon super aus. So, dann steht da noch extra hier fixieren. Das machen wir natürlich dann auch. Und hier unten tun wir das auch nochmal fixieren. Ich glaube, der Felix kann stolz auf uns sein, dass wir so ein Ding alleine gebaut haben. Ja, Wahnsinn, ne? Der denkt ja dann wahrscheinlich, mein Gott, der kriegt das ja auf Kette. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das. Jetzt gucken wir mal weiter im schlauen Buch hier. Ah, jetzt kommen wir jetzt mit. Kommt die Hochzeit. Die Hochzeit? Ne, Moment, das Ding muss noch rein. Ne? Stimmt. Gut, dass wir wenigstens einer von uns aufpasst. Einlegen. Guck mal, das ist nämlich das Ding hier. Der muss nämlich jetzt da auch noch rein. So, die müssen nach unten. Und dann vermute ich jetzt mal. Das schaut gut aus. Das muss wahrscheinlich so da rein, ne? Ah, jetzt ist so, jetzt hat es klack gemacht. Auf korrekten Sitz achten. Ich glaube, den haben wir, ne? Ja. So, dann machen wir mal Seite 5 von 7. Ah, schau, jetzt wissen wir, wofür das Ding ist. Da steht's Gewicht zum Beschweren. Ich hätte schon gedacht. 24 Stunden aushärten lassen. Oh. Ach du Scheiße. Ja, da muss ich den ja morgen dann doch irgendwo noch beichten. Wir haben das gebaut. Vielleicht können wir ja den nehmen, der schon naja, da ist. Wir sind ja ganz schlau, genau. Wir tauschen den aus und lassen den da stehen. Das ist eine sehr gute Idee. So machen wir das auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir das hier nehmen. Jetzt tun wir das hier auch noch schön einkleben. So, und dann machen wir jetzt die Hochzeit, ne? Genau. Steht jetzt extra da drauf, die Hochzeit. Das da drauf. Ich würde sagen, das sieht doch top aus. Da, guck mal. Und jetzt machen wir das ganz raffiniert. Jetzt klauen wir hier den Magneten und machen den hier drauf. Und Freunde, wir nehmen uns den hier einfach mit. So machen wir das. So, jetzt machen wir das mal ganz unauffällig.
Aber guck mal, wir müssen auch hier noch uns eine Dichtung hier mitnehmen, habe ich gesehen. Okay. Die stand nämlich auch noch auf dem Programm. So, dann nehmen wir uns noch eine Dichtung mit und dann sind wir komplett. Genau. So, jetzt brauchen wir... Der nächste Schritt wäre das, den Reaktor bekleben. Okay. Das ist ein bisschen kompliziert. Ah, kriegen wir da hin, oder? Du hast es oben hingekriegt. Und guck doch mal hier. Die dunste Arbeitsanweisung. Guck mal, war da oben schon. Haben wir da oben auch hinbekommen. Wiener Heinzimmer. Das war doch gar kein Problem für uns. Na, schau mal hier. Steht ja alles drauf. Steht genau, was wir machen müssen. Das kann ja so schwer gar nicht sein. Das sollte kein Problem sein, glaube ich. Ja, guck mal hier. Du bist ja handwerklich geschickt. Aha, oha, guck mal hier. Montag Flato. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, die Flato Special Edition. Direkt zweimal sogar. Wow. Na, da kriegt doch bestimmt einer von den Zuschauern, kann doch einen so ein Ding gewinnen, glaube ich. Das finde ich eine tolle Aktion. Tja, die denken mit, ne? So, dann machen wir das jetzt einmal. Wir brauchen jetzt einmal die Dinger. So, da wollen wir doch jetzt mal schauen hier. Ich mach das mal wieder nach der Arbeitsanweisung. Mhm. No, da kann ja im Prinzip ja gar nichts schief gehen, oder? Wenn wir es machen wie oben, glaube ich. Es hat doch oben auch bestens geklappt. So. So, und dann stellen wir das jetzt einmal dahin. Jetzt müssen wir die Aufkleber schon mal da vorbereiten, habe ich da gesehen. Die werden dann da reingelegt. So. Ja, korrekterweise müssen wir den dann nicht so da reinlegen. Also ich glaube, wenn der Felix das Video sieht, ne, kriege ich direkt den Jobangebot. So als Allrounder. So, jetzt müssen wir das aber noch sauber machen. Steht da drin, steht nämlich extra drin. Ich muss mich erstmal. Das ist ja doch schön, ne? Ich bin schon wieder so am Transferieren hier. Ah, herrlich, Freunde. Hier bleiben wir. Nein, wir machen jetzt ja weiter im Spiel. So. Das sollte man erst auch da drauf kriegen, oder? Ja. So, und jetzt steht da drin, das Ganze hier ansetzen und dann eigentlich nur so da drauf rollen. Das bleibt schon mal kleben, ist schon mal gut. Das scheint zu funktionieren, ne? So. Also wenn dir der Job nicht gehört, dann weiß ich auch nicht, wer ihn kriegt. Tja. Dann kriegt ein anderer YouTuber. Gibt ja schließlich noch genug davon. YouTubers vor Tunze. Genau. Aufruf. Wir brauchen euch. Tja, und da würde ich sagen, da haben wir das Röhrchen perfekt. Ist ja ganz einfach hier alles, hör mal. Perfekt. Mit der Arbeitsanweisung funktioniert es doch alles hier wunderbar. Super. Sollen wir noch einen machen? Ja, sollen wir hier so eine Special Edition mal machen? Edition. Hier? Na komm. Jetzt, wo du gerade so in Übung bist. Handgearbeitet hier immer. Handgefertigt, Special Edition. Die werden sie dir aus der Hand reißen. Für die Special Edition schon was überlegt. Ja, da müssen wir uns mal was Gutes überlegen, was die Leute dafür machen müssen. Ne? Ich würde ja sagen, die müssen mit der Kamera nach Köln fahren, auf den Kölner Dom hoch, auf die Domplatte und da einen großen Tunstebanner ausspannen, würde ich mal so sagen. Das wäre eine Aktion. Und wer als erster das macht, der kriegt hier so ein tolles Teil. Der ist aber dann wohlverdient. So, jetzt nehmen wir hier die
Special Edition. Jetzt müssen wir, weiß ich gar nicht, wie müssen wir den denn jetzt machen? Ist egal wie, oder? Die ist special, die ist egal. Ja, und jetzt nachher dann richtig drauf ist. Wahrscheinlich. Ich denke mal mit dem, wo man so, ne? So rum. Aber wenn das Tunze vorhin da im Eck war, dann wird der auch so im Eck sein. Und den so? Ja. Wir probieren das einfach mal. Mehr wie schief gehen kann es ja nicht. So, jetzt wieder zuerst der Plato. Ah, herrlich. Ja, Freunde, so, dann werde ich euch jetzt mal einen schönen Special Edition Reaktor hier zusammenbauen. Da extra hier handpoliert. Beste Qualität. Handblasenfrei geklebt hier. Das ist ein Unikat hier, das wäre eigentlich was, ja, für ein Tunze-Museum, oder? Oder für den, der im Kölner Dom steht. Genau. So, Freunde, und dann haben wir hier die Special Edition. Und wie gesagt, da könnt ihr dann einen von gewinnen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum nächsten Schritt über. Ne? Gehen wir zum nächsten Schritt, ja, dann müssen wir wieder weiter. Dann machen wir das jetzt, Freunde. Ja. Ja, Freunde, dann werden wir den jetzt erstmal ein bisschen anfasen. Kriegen wir alles hin hier. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt sagst du, hier müssen wir die Motoren machen. Genau, der nächste Schritt sind das Wickeln von der Spule. Oha. Hoffentlich haben wir da eine Arbeitsanweisung, wie das hier funktioniert. Ich hoffe. Ja, ich habe das ja schon mal so gesehen. Es kann aber in einer anderen Firma, wo ich schon mal war. Du hast es vorhin hinbekommen, genau. Du wirst es auch hinbekommen, auch wenn hier keine Arbeitsanweisung ist. Also ich sehe das ja schon hier. Ja. Da ist ja schon mal sowas vorbereitet. Ich würde jetzt mal vermuten, das kommt dann da so da rein. Das schaut doch gut aus. Ja, guck mal, sieht doch gut aus, ne? Und das kommt dann wahrscheinlich jetzt auf die andere Seite. Ja. So, und jetzt friemeln wir mal da unten das Ding wieder rein. Gucken wir, ob ich das jetzt ohne Brille sehe. Ich glaube ja. So, das mag da nicht so ganz. Jetzt. Da, guck mal hier. Das ist ja der Knaller, oder?
So. Dann muss irgendwie der Draht da drauf. Ja, ich hoffe mal, dass die Maschine das automatisch macht. Wie gesagt, ich war schon mal bei einem anderen Unternehmen, da habe ich das nämlich gesehen gehabt, wie das funktionierte. Und da hat die Maschine das eigentlich ganz alleine gemacht. Ich glaube, da wurde das nur hier so drauf gesteckt. Also willst du jetzt nicht mit der Hand den Draht aufwickeln? Nee, ich glaube, das wird zu schwierig. Okay. Ich denke mal, das macht die Maschine. Ja, und dann war hier, glaube ich, irgendwo damals hier unten so ein Knopf versteckt. Hat der gucken zwei wir mal. Schalter links und rechts? Zwei Schalter? Ja. Drüben ist, glaube ich, auch noch einer. Den einen müssen wir jetzt, oder was? Einen mit links und einen mit rechts. Rechten Hand hier rein. Ach, beide müssen wir. Ah! Müssen wir gedrückt halten. Aber beide müssen wir halten. Genau. Hier ist die Tür unten. Sieht doch gut siehst aus. Du, die macht's alleine. Habe ich doch gesagt. Voilà. So, guck mal, da haben wir die Spulen schon mal. Haben wir sie schon mal fertig. Super. Müssen wir, glaube ich, noch verzinnen, ne? Genau, die fahren hier im Prinzip. So, so ein Maschinchen habe ich auch da schon mal gesehen. Dann machen wir jetzt mal einen Schritt weiter. So, dann machen wir sie nämlich hier noch drauf. Wir haben auch wirklich Glück heute, dass alles eingerichtet ist für uns. Also ich meine, das wäre wie, als hätte uns jemand erwartet. Ja, ist ja direkt arbeitsbereit hier ja. Alles, ne? So sieht's aus. Das haben wir jetzt gesagt, jetzt muss sie dann so. Genau. Okay. Machen wir gleich eine ganze Serie, würde ich sagen, oder? Ja, jo, direkt hier. Stückzahl. Fünf Pumpen. Dann war das jetzt die. So. Ja, die erste. So, da haben wir das fertige Stück hier, ne? So, jetzt brauchen wir jetzt zwei Spulen brauchen wir davon, ne? Genau. So, guck mal, jetzt haben wir hier zwei, haben wir jetzt. Zwei braucht man, ne? Zwei sollen reichen, ja. Ja, perfekt. Haben wir das ja schon mal zusammen, Freunde.